Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ihr seht, der BenQ-Monitor liegt immer noch vor mir. Ich habe mir jetzt einen kleinen Schraubenzieher geholt und wir wollen jetzt den Standfuß befestigen. Ich denke mal nicht, dass wir dafür irgendeine Anleitung brauchen, weil einen Standfuß werden wir befestigen können. Und, oh, der ist aber schwer, okay. Der ist schwer. Auch alles kinderleicht erklärt. Oh, der ist Klavierlack. Geil. So. Ja, das ist so einfach erklärt. Hier haben wir eine Steckverbindung. Die kann nur hier rein. Und hier haben wir, achso, da seht ihr das. Da haben wir so ein Stück mit Schrauben. Das kann nur hier oben rein. Also von daher, wie rum wird das wohl angebaut? Gut. Ich baue erstmal das hier unten ran, das steckt man dann einmal hier so rauf. Das, hier habt ihr die Schraube und den Schlitz. Hier unten ist auch eine Schraube dran. Ihr dürft es natürlich nicht so machen. So passt es erstmal gar nicht und würde kacke aussehen auf dem Schreibtisch. Und dann haben wir hier so eine Schraube, wie ihr es von anderen Monitoren auch kennt, mit so einem Gewinde, mit so einem Pinöpel oben dran. Das schraubt er jetzt einfach rein hier. So, ordentlich fest. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch noch mal mit einem Schraubenzieher nachhelfen. So, jetzt ist es wirklich fest. Und dann sieht es so aus. Und dann muss der hier ran. Jetzt müssen wir dafür aber den Tisch, nicht, aber mit Styropor hier, mal ein Stück ranholen, damit wir das hier reinbekommen. So. Das ist auch eigentlich nur reingeschoben. Ich zeige es euch nochmal. Hier oben sind zwei Kerben. Wartet mal, vielleicht seht ihr das. Ich mache euch mal so, dann seht ihr das ein bisschen besser. Ja, muss aufpassen, dass ich das auch richtig sehe. So. Und dann müsst ihr einfach nur ein bisschen, also ich würde das auch in dem Styropor drinne lassen. Dann ist er sicher aufbewahrt. Ihr kriegt keine Kratzer, nichts. Und man braucht da einfach nur so ein bisschen schräg reingehen hier. Ihr setzt hier schräg an, so, und dann geht er langsam vorsichtig nach unten und dann schiebt das nach vorne und dann ist das schon okay. So, dann brauchen wir jetzt den Schraubenzieher. Da müssen wir jetzt gucken, ob wir hier richtig im Loch sind. Ach, auf Anhieb gleich richtig im Loch und können das jetzt hier festziehen. Ich hätte mir vielleicht einen längeren Schraubenzieher aussuchen sollen. Aber ich komme mit dem gut ran. So, ich kann ja auch noch. Ich habe nur noch den Schlitz von gestern hier. So, der ist lang. So, jetzt ist er richtig fest. Und immer dran denken, nach fest kommt ab. Gerade so schräg ruf. So, jetzt geht es nicht weiter. Jetzt mache ich auch nicht weiter. Die Schrauben sind jetzt planmäßig. So, planmäßig mit dem Plaste. Also es steht hier nichts über oder so. Und dadurch ist er jetzt fest. So. Und jetzt können wir den uns endlich mal in seiner ganzen Pracht angucken. So. Styropor runternehmen. Ah. Schick. Sehr, sehr, sehr schick. Oh, wir können ihn neigen. Drehen geht nicht.
Hoch runter geht logischerweise auch nicht, oder? Nee, hoch runter geht auch nicht. Aber nicht schlimm. Optisch ein Hingucker. Ich finde rein optisch, jetzt ist meine persönliche Meinung, rein optisch finde ich ihn schick. Ist hier unten, hier ist unten was dran, da muss ich dann mal nachlesen, für was das ist. Vielleicht kann man da eine Fernbedienung zusätzlich holen oder so. Ich wollte halt nicht zu sehr vorbereitet drauf gehen, ich habe mir nur so ein paar Eckdaten durchgelesen. Hier haben wir nochmal 80 cm, 32 Inch, Energiestufe B, 77 kW Frister, also 53 Watt. So, ich mache den mal jetzt hier so her, dass wir uns den jetzt in seiner ganzen Pracht mal angucken können. Und ich möchte euch ein bisschen was zeigen. Ja. Ich zoome mal ran. Das Erste, was ich euch zeigen will, es ist... Ich weiß, es ist vielen halt belanglos, aber ich finde es geil. So, wir haben hier unten an der Ecke, haben wir einen Knopf. Und ich habe ja schon mir die PDF-Datei durchgelesen, wo die Spezifikationen in Englisch drin sind, habe mir das mit einer Übersetzertool halt in Deutsch gemacht. Oh, das... Das Schild übrigens, ich habe gedacht, das ist goldenes Plastik oder Plastik vergoldet. Nein, das ist Metall. Das ist richtig Metall. Und der Knopf, mit dem schaltet ihr HDR an und aus. Das ist der einzigste Knopf auf der Vorderseite. Wenn ihr einmal drückt, also nehmen wir mal davon an, ist alles aus. Also HDR und so. Wenn ihr dann einmal drückt, geht HDR an, wie hier oben auch abgebildet ist. Drückt ihr nochmal, geht der B.I-Modus mit dazu an. Also mit diesem Temperatur, was ich euch erzählt habe. Das werden wir auch alles testen. Und wenn ihr dann nochmal drückt, ist alles wieder aus. Nee, Quatsch, dann ist HDR aus und nur B.I an. Und dann nochmal ist alles aus und dann könnt ihr wieder anschalten. Also in Reihe. Also erst HDMI, dann HDMI mit BI, dann nur BI und dann wieder alles aus. Dann haben wir hier unten ein paar... Ja, ein paar Löcher sieht es so fast so aus. Die sollen dann wahrscheinlich beleuchtet sein. Da haben wir dann hier unten Tasten. Die sind auch gut erreichbar. Also da muss ich sagen, das finde ich besser. Oh, ich muss euch mal raussuchen. So. Das finde ich besser als bei meinem Samsung. Bei meinem Samsung, da hat man eine Taste und die ist hier auf der Rückseite. Da musst du jedes Mal, hier hinten so komme ich schlecht rum, musst du jedes Mal so machen, damit du, und dann hast du immer irgendwelche Abdrücke hier auf dem Bildschirm, damit du an die Steuerung rankommst, wenn du irgendwas umschädelst oder so. Auch wenn du, alleine nur, wenn du den Monitor von HDMI auf DVI machen willst oder was weiß ich, da finde ich es gut, du hast jetzt hier unten alles. Also ich brauche nur hier unten, zack, bumm, geil. Sehr, sehr geil. So, dann zoome ich euch nochmal raus. Dann können wir uns den Standfuß nochmal angucken. So. Ich zoome euch mal so ein bisschen ran. So. Das ist halt Plastik. Das sieht so ein bisschen aus wie gebürstetes Metall. Der Standfuß an sich hier hinten, das ist im Klavierlack-Design. Also glänzend. Ich lasse die Schutzfolie drauf. Ist besser wegen Fingerabdrücke und Einstauben. Da kann man denn, weil wenn ihr das dann sauber machen müsst, nehmt da wirklich ein Mikrofasertuch, irgendwas. Ich hatte bei meinem alten Fernseher, der hatte den kompletten Fuß, der LG, im Klavierlack. Und da bist du einmal mit normalem Tuch rübergegangen, zack, hast du kleine Schlieren gehabt. Das ist doof und deswegen lasse ich das hier drauf. Wofür das hier oben ist, weiß ich nicht. Das muss ich erstmal nachlesen. So. Und wir lernen den ja jetzt erst kennen. Wir gucken uns an, was er hat. So vom Optischen jetzt. Und dann werden wir den benutzen. Und dann werden wir mal sehen, was er so kann. Jetzt könnt ihr mal die Dicke sehen, wie dick er ist. Eigentlich gar nicht so dick. So, ich stelle ihn nochmal rum für euch, dass ihr ihn jetzt von der Seite sehen könnt. So, also die Rückseite, die ist nicht gerade. Die ist so ein klein wenig gewölbt. Muss ja auch Platz für die Technik sein, ist klar. Und dieses AMD FreeSync oder G-Sync,
Das ist ja nicht, was die Grafikkarte an sich kann. Das muss der Monitor der Grafikkarte ja sagen. Also hier ist ja nicht nur ein Monitor. Wir haben hier irgendwo diesen Chipsatz für AMD FreeSync. Weil das ist, das muss ja wird am Monitor berechnet und der Monitor schickt ihm das dann halt über HDMI der Grafikkarte das Signal mit für FreeSync. Aber das befindet sich hier drin, die Technik dafür. So, hier ist der Standfuß. Hier geht er dann halt so schräg hoch. Sehr stabil sitzt, steht da. Das finde ich sehr gut, weil ich bin ein bisschen ungeschickt. Man kann auch an die Wand machen. Also wir haben hier Standardhalterung. Und hier oben, das muss ich abmachen. Zack. BenQ steht da dran. Finde ich cool. Vorne steht es weiß dran. Finde ich schön. Ich finde es echt super gelöst. Also rein optisch finde ich, ist er in eine schon wegen dem HDR-Logo hier unten. Das ist sehr präsenter geht es nicht. Also den sieht man und dann sieht man, was. Ja, wenn ihr euch wundert, was das ist, das sind die Katzen in den Kartons vom Monitor. Es ist golden, da guckt man gleich hin, das fällt auf, die Taste ist schön präsent, hier vorne steht dann BenQ, das ist nicht rausgehoben, ja. Die Kanten sehen sehr schön aus, ich bin mal gespannt, hier unten sieht es ein bisschen anders aus, als ich es gewöhnt bin, die Kante, der soll ja nicht spiegeln, also praktisch hier in den Seiten, hier ist es so ein bisschen abgerundet, ein bisschen mehr abgerundet, als ich so an sich kenne, dadurch soll halt hier praktisch vom Monitor nicht die Farbe sich hier drüber, also wenn man gerade was guckt, das Bild hier drauf spiegeln. Da bin ich mal gespannt, inwiefern das funktioniert. Allem in allem ein echt schöner Monitor. Ihr wisst, das Auge ist ja immer mit. Weil wenn man die ganze Zeit vorm PC sitzt, dann will man auch was für ein Auge haben. Ich finde das mit dem Logo, mit dem HDR-Logo, finde ich einfach so geil. Tut mir leid. Ich finde es geil. Und vor allen Dingen echt Metall. Finde ich saugeil. So, dann würde ich jetzt hier erstmal einen Schlussstrich ziehen. Ich werde den PC-Tisch vorbereiten. Vorbereiten heißt, den alten Monitor abbauen. Tastatur und alles weg, weil ich weiß, wie ich bin, wenn ich da was hinstelle. Ich donner immer irgendwas irgendwo hin und rauf und dann ist es kaputt. Deswegen alles wegräumen. Ich muss gucken, wie ich es mit meinem Mikrofonarm mache, wie hoch der Bildschirm dann ist, weil ich habe ja oben drüber noch den anderen. Ja, das werden wir gleich sehen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wäre Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wie gesagt, ich bin jetzt erst am Kennenlernen, ja? Und ich werde dann natürlich noch ein Testvideo machen und also jetzt ein Aufbauvideo und euch die PC-Ecke dann zeigen. Und ich werde dann natürlich ein Fazitvideo machen, wenn ich den eine Weile benutzt habe. Also jetzt kann ich da noch nichts sagen, weil ich habe mir noch nicht benutzt. Ab heute werde ich ihn benutzen. So, nichtsdestotrotz, wenn es euch gefallen hat, Däumchen wäre Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein, ahoi, sagt euer Odin.